So, meine nächste Kollegin Marie Bisping wird Ludwig van Beethovens Sonate in G-Dur, Opus 79, den ersten Satz spielen und von Mendelssohn ein Stück Albumblatt in E-Moll, Opus 117 spielen. Zur Sonate. Also die Kritiker sagen, dass diese kleine G-Dur-Sonate Opus 79 eine Liebessonate sein soll, die einer jungen Dame gewidmet ist, die Beethoven heiraten wollte, aber sie lehnte ihm ab. Beethoven selbst nannte sie Sonatina oder Sonata Facile, das bedeutet leichte Sonate, und es ist ein deutscher Tanz wie ein Walzer. Ihren Spitzname Kuckucks-Sonate erhielt sie wegen des Kuckucksrufs in dem ersten Satz wiederholt wird. Zum Albumblatt in E-Moll. Felix Mendelssohn war das zweite von vier Kindern, Fanny, Felix, Paul und Rebecca. Wie Marie, die nächste Interpretin, und ihre drei Geschwister erhielten sie eine hervorragende musikalische Ausbildung. Felix Mendelssohn tat sich als Musiker, Maler, Dichter und genau wie unsere Kollegin Marie als Sportler hervor. Sein voller Name war Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy. Er stammte aus einer wohlhabenden Hamburger Familie. Er war ein Wunderkind und wurde deshalb oft genannt der Mozart des 19. Jahrhunderts. Thank you.
spielt zuerst Schubert Impromptu Opus 90 Nummer 3 in Ges-Dur. Schubert hat 8 Impromptus geschrieben, alle in seinen letzten Lebensjahren. 4 davon sind in Opus 90 und 4 davon sind in Opus 142. Danach spielt sie Chopin Etüde Opus 10 Nummer 8 in F-Dur. Chopin hat hauptsächlich fürs Klavier geschrieben, davon 27 Etüden. 12 davon sind in Opus 10, der Opus ist Liszt gewidmet, und 12 davon sind in Opus 25, der Opus ist der damaligen Lebensgefährtin von Liszt gewidmet. Und dann gibt es noch 3 weitere, die sind unter dem Titel 3 neue Etüden erschienen. Viel Spaß!
Sie Felix Mladenov. Er spielt für uns zwei Düden von Rachmaninoff aus den Etüde-Tableaux Opus 33, die Nummer 2 in C-Dur und die Nummer 3 in C-Moll. Und zwar ist in dieser Etüde 1911 entstanden. Damals hat Rachmaninoff gerade aus seiner Sommerresidenz, kann man sagen, in Ivanovka gelebt und komponiert. Er hat dort später diese Residenz auch geerbt und hat dort auch einen großen Teil seines Werkes komponiert. Was auch sehr interessant ist, ist der Name des Werkes. Also Etüde-Tableau bedeutet so viel wie Bilder-Etüden. Das heißt, sie sind einerseits von Bildern inspiriert worden. Was aber besonders interessant ist, dass er diese Bilder, diese Namen dieser Gemälde nicht nennt, sondern er sagt, dass das Publikum sich aus der Musik erst diese Bilder erschließen soll. Also diese Bilder entstehen in gewisser Hinsicht auch, entspringen dieser Vorstellungskraft im Publikum, des Publikums, nachdem es eben diese Etüden gehört hat. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude mit Rachmaninoff. Thank you.